Hallo Uli, in unserem letzten Video haben wir bereits unser Intralogistiksystem vorgestellt. Man konnte dort sehen, wie wir von der manuellen Anforderung eines AGVs uns hin zur komplett autonomen und automatisierten Intralogistik entwickelt haben. Das wurde hier in unserem Gebäude durchgeführt. Welche Komponenten waren dazu notwendig? Wir haben in dieser Produktionshalle insgesamt 17 Regalsysteme installiert zur Anlieferung und zur Abholung von Aufträgen. Und die Regale sind des Weiteren mit 130 IFM-Sensoren, OJ-Lichtreflextaster ausgestattet. Die Produktionsversorgung übernehmen 5 AGVs, welche in einer Flottensteuerung installiert sind. Okay. Kannst du uns dieses komplexe Logistiksystem hier genauer erklären? Die auf den Regalsystemen und AGVs installierten Sensoren werden kontinuierlich von einer SPS hinsichtlich deren Zustandsänderung abgefragt. Bei entsprechender Zustandsänderung des Sensors am Regal oder AGV gibt die SPS die Information über eine WLAN-Schnittstelle an eine Flottensteuerung weiter. Die Flottensteuerung verteilt die daraus resultierende Mission an ein AGV, welches die Mission dann ausführt. Dabei berücksichtigt die Flottensteuerung bei der Zuweisung der Mission den Ladezustand des AGVs und welches AGV sich dem Ziel am nächsten befindet. So erfolgt eine Auftragsanforderung in der Produktionslinie nicht manuell, sondern nur dadurch, dass ein Mitarbeiter einen Behälter vom Anlieferpuffer des Durchfahrregals entnimmt. Die Zustandsänderung des unter dem Behälter befindlichen Sensors erzeugt die Mission zur Anforderung eines neuen Auftrags. Ab dann übernimmt das AGV-System die Abholung der Auftragsbehälter. So haben wir ein komplett automatisiertes Pull-Prinzip realisiert, in welchem die Produktionslinie einen neuen Auftrag anfordert, wenn dieser benötigt wird, ohne einen manuellen Eingriff in die AGV-Steuerung. Da wir ein Durchfahrregalsystem haben, erfolgt mit der Anlieferung des Auftragsbehälters direkt die Abholung der Leerbehälter und des Materials, welches zurückgelagert wird. Die AGVs sind frei navigierend und können so spontan direkt neue Missionen übernehmen, wenn sie ihre Aufgabe beendet haben. Das Intralogistiksystem läuft hochfrequentiert im Dreischichtbetrieb. Die 5 AGVs bearbeiten bis zu 1000 Missionen pro Tag und es wird insgesamt eine Wegstrecke von bis zu 150 Kilometer zurückgelegt. Vielen Dank, dass du uns das AGV-Logistiksystem erklärt hast. Gerne.